Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Mega Man. Wir sind hier in der, what the fuck, in der Welt von Kaboom, Mann. Also vom Bombenmensch. Aua. Du Huren. Weiter. Ich kann mich ja hier auch noch länger aufhalten. Ja, aber diesmal bin ich ohne den Black Hunter. Ja. Na. Aber trotzdem geht's ja ab wie Schmitzkatze. Nach dem Bombentroll nenne ich ihn jetzt mal. Aua, scheiße. Gibt's nur noch, ich glaube, Gutsman. Gutsman hieß er so. Aua. Aua. Egal. Und dann kommt auch schon Endbossman. Ach nee, halt, bei Electroman gab es noch ein Item. Das heißt, hehe, da habe ich ihn weggeflamed. Man. Nein. Boah. Junge. Oh. Was hat mich schon wieder getroffen? Kackgerät, Alter. Graben wir uns erstmal die Punkte. Oh, Madik. Hoch da. Auch da. Alter. Nein. Ja, ich bin ready. Scissors Man. Lass mal Iceman aussuchen, weil dann können wir da oben den Schlawonski. Genau das mit diesem Schlawiner machen. Nein, bin ich ja nicht dumm. Der war gemein. Zack, da haben wir uns nämlich dadurch wieder ein Leben gesaved. Lass mich mal wieder Iceman ausrüsten. Dann kann ich meine Gene wieder einfrozen. Warum habe ich jetzt nochmal Schaden? Okay, Feuer mal. What the fuck? Einmal ein bisschen noch. Nein. Schade. Hätte ja klappen können. Warte, wir sind jetzt bei Bomben. Oh, yo. Ich meine bei Mr. T.
Da. Jetzt können wir auch mit Bomben um uns werfen. Nice. Also schöne 100.000 plus 15.000 durch die Bonus-Kugelchens. Nice. So, nur noch Gutsman. Gutsman Clearpoint 6. Die. What? Okay. Lass mal Alec-Man nehmen. Alec-Man ist einfach mega sympathisch. Boah. Gleich wieder geheilt. Hallo? Heute, nee. Da muss ich dann hoch. Okay. Ready. Oh, Alter. Aber jetzt packe ich Legman aus. Ja, lol! Ja, ich brauche ja jetzt noch nicht. Noch kein Safe setzen. Nice. Alack, Mann. Ich bin so dumm, Kopf. Alter, das ist schon ein heftiges Level eigentlich. Ah, Kotstuhl. Okay. Aber da ich die Farbe grün mag, bleiben wir mal dabei. Ja! Ich bin so kacke. Continue natürlich. Oh, der war schlecht. Also das hier ist schon echt eine Kackpassage, wenn ich das so sagen darf. Oh, warum springe ich denn? Natürlich, weil ich denke, ich falle runter, aber ich falle ja nicht runter. Nein, einfach. So ein Code, Alter. Richtiger Flüssigcode. Spring direkt und dann springt er nicht direkt so. Oh, Ju. Wenn das ganze Level so eine Kacke an abfeuert. Alter. Komm. Komm jetzt. Ich habe gesehen, dass in den Aufnahmen teilweise so Items und rumfliegende Gegner nicht gescheit angezeigt werden. Diese Sprünge. Also der Level taugt mir jetzt schon überhaupt nicht. Der frustet mich jetzt schon. Ich spiele hier 5 Minuten, ja. Alter, der war nice.
Jetzt versuche ich mal einen anderen Move. Game over. Ach nee, ich habe noch einen Versuch. Nice. Was ist das? Ohne Kack. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde es jahrelang nicht hinkriegen. As fuck. Das Geräusch langweilt mich auch gerade schon ein bisschen. Jawohl, der Motherfucker, Alter. Hier jetzt Alec Man aufs Trockene. Huren. Ja, wahrscheinlich. Du Hure. Warum nicht gleich mit Feuer? Klar, ich spring hier runter. Iceman. Ah, shit. Was? Ich bin schon da. Oh, geil, ich bin da. So gut wie. Ficken. Erstmal. Ups. Speichern. Eieiei. Ja. Ja. Ab da rein. Die Bomben nehmen, ja. Vielleicht auch mit Eis und dann mit Bombe und dann mit Eis und dann mit Bombe.
Nice. So, aber jetzt müssen wir nochmal zu Alecman für das eine Update. Von der Knarre, glaube ich, war das, gell? Ich weiß noch nicht mehr genau, wo das war. Aber, ich würde sagen, das holen wir uns im nächsten Band und dann geht's zu Motherfucking Dr. Willy. Und ich bin dankbar fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Mal und bis dahin. Cheerio!